Radsport auf und starb dann vor kurzer Zeit erst 52 Jahre alt. Nach einem kurzen, aber bewegten Leben. In einem Leben auf den Fingerspitzen. Freies Klettern heißt Klettern ohne jede technische Hilfe. Ganz frei klettern, ohne jede Sicherheit. Du hast nur deine Konzentration, eine falsche Bewegung und du bist weg. Küstenklettern am Meer ist eine feine Sache. Du kannst alles trainieren, dein Gefühl fürs Klettern verfeinern und wenn du fällst, dann fällst du wenigstens nicht weit und nicht besonders hart. Du kannst also ohne jeden Zwang, ohne jede Belastung dein Ziel verfolgen. Es ist ein absolutes Vergnügen. Auch die Freude an der Bewegung. Plumpst du ins Wasser, kletterst du eben wieder hoch. Bevor man mit totalem körperlichen und geistigem Einsatz einen Felsen angeht, müssen die Bewegungen sitzen. Du hast ja überhaupt kein Hilfsmittel. Gerade deswegen aber klettere ich am liebsten ganz frei. Et pour moi, c'est vraiment l'escalade que j'aime le mieux pratiquer. Beim Klettern, bei dieser ununterbrochenen körperlichen Bewegung, brauchen die Muskeln viel Sauerstoff. Da du meist nur an den Fingerspitzen hängst, bekommen die Muskeln zu wenig Sauerstoff, sie schwellen an. Also musst du Ruhepunkte suchen, um die Fingerspitzen zu entlasten. Du verlagerst dein Gewicht auf die Beine, bewegst die ermüdeten Arme. Auf diese Weise erholt man sich ziemlich schnell, der Puls beruhigt sich wieder und du kannst weitermachen. Comme ça, en basant, disons, ta concentration sur ta respiration, et ça te permet de repartir. L'escalade à haut niveau, tu peux pas te permettre, par rapport à la vision qu'il y a des prises, de faire des mouvements logiques. Was man sich nicht erlauben darf, und das klingt fast unglaubhaft, sind logische Bewegungen, schematische Kletteraktionen. Freies Klettern verlangt schnelles Vorwärtskommen. Du musst vor allem ein Gefühl für jene Stellen haben, an denen du dich anhalten kannst. Und das ist eine Sache der Intuition und des Instinktes. Oberstes Ziel muss es sein, ein Wandstück möglichst ästhetisch zu durchklettern. Klettern ist ein körperliches Ausdrucksmittel, dem Tanz vergleichbar. Ein Tanz in der Senkrechten, dessen Choreografie der Fels vorschreibt. En fait, c'est une expression corporelle au même titre que la danse, sauf que la chorégraphie est dictée par les prises, c'est un opéra vertical. Es ist natürlich selbstverständlich, dass man voll austrainiert und abgehärtet ist. Beweglich dazu. Das Allerwichtigste aber ist die Konzentration. Wenn du nur einen Moment unkonzentriert bist, eine falsche Bewegung machst, bist du weg. Wir, die wir freiklettern, wissen, was uns erwartet, wenn man abstürzt. Wissen, dass unser Leben davon abhängt, wie wir uns bewegen. Mit dieser Tatsache sind wir ständig konfrontiert.
pas, disons, prévoir quelques jours à l'avance et dire tel jour je vais faire du saut. Beim freien Klettern ist es unmöglich, 2-3 Tage vorauszuplanen. Fühlst du dich körperlich und geistig gut? Siehst du den richtigen Felsen? Dann kletterst du eben. Tu la fais en solo. C'est une chose qui se commande pas en fait. Ça c'est un besoin que tu ressens et quand tu ressens ce besoin, tu y vas. Ich führe ein ungebundenes Leben, bummle die meiste Zeit mit meinem Auto herum. Wenn ich Lust habe, klettere ich und nehme mir vom Leben, was mir gefällt. Ich bin immer in der Natur. Stress kenne ich nicht. Ich finde es allerdings auch sinnlos, wenn man Leute wie mich zu Idolen macht. Klettern ist für mich eine Tätigkeit, vielleicht auch eine Leidenschaft, wie jede andere auch. Sie ist vielleicht nur etwas anstrengender. Deswegen fühle ich mich auch als ein ganz normaler Mensch. Alle, die so frei klettern wie ich, fühlen sich als ganz normale Menschen. Wir sind weder Mönche, noch sind wir verrückt. Ich führe also ein ganz normales Leben und mache auch ganz andere Dinge, nicht nur klettern. Noch etwas. Wichtiger als das Training ist die Motivation. Deshalb klettere ich auch, wenn ich mich nicht voll fit fühle, keine Motivation spüre, überhaupt nicht. Auch wenn diese Pause von mir aus einen Monat oder länger dauert. Die Leute sollten wissen, dass wir nicht ununterbrochen trainieren, den ganzen Tag klettern, trainieren wie ein Vieh. Als Konzentrationstraining gehe ich gerne auf einem Seil. Dort finde ich sehr schnell mein Gleichgewicht. Aber sobald ich nur einen Moment an etwas anderes denke, falle ich sofort herunter. Je länger ich mich konzentrieren kann, desto länger bleibe ich auch oben. Ça me permet justement de travailler cette concentration. Sehr wesentlich beim freien Klettern ist, wie ich schon sagte, die Kraft. Die Kraft in den Zehen, in den Fingern. Bevor du deine Muskeln trainierst, musst du beweglich sein, elastisch werden, Füße und Hände abwechselnd belasten. Et surtout, un truc qui est très important et que les gens oublient, c'est la souplesse de bassin. C'est justement ce qui te permet de pivoter sur tes pieds à chaque fois et de mettre tout le poids de ton corps sur tes pieds. C'est beaucoup plus important que les grands écarts de la première.
ce qui est intéressant en solo, c'est le fait que ta vie soit en danger. Ça motive ta concentration. C'est normal, je pense. Was noch vielleicht ganz interessant ist, meine Konzentration wird motiviert, wird angeregt durch die Gefahr, in der ich mich befinde. Es ist, glaube ich, normal, dass der Mensch Angst hat. Das ist es aber auch wieder, was mich zum Klettern treibt. Das Besiegen der Angst. Du denkst überhaupt an nichts mehr. Konzentrierst dich ganz auf deine Bewegungen. Nur keinen Fehler machen. Nur wenn ich eine Pause mache, mich ausruhe, dann denke ich auch an andere Dinge. Es ist eigentlich beängstigend, dass du das alles freiwillig auf dich nimmst, dass du dein Leben aufs Spiel setzt. Aber beim Klettern darfst du halt nicht daran denken. Ich schaffe es momentan, einzig und allein fürs Klettern zu leben. Für das zu leben, was mir das Klettern geistig und körperlich wieder zurückgibt, mir schenkt. Für mich ist das freie Klettern kein Sport, es ist ein Lebensstil. Hier finde ich all die Ursprünglichkeit wieder, all die einfachen Dinge des Lebens, die wir ja fast schon verloren haben. Klettern ohne einen Schluck Wasser, ohne ein Stück Brot. Du kommst einfach drauf, wie wenig eigentlich genügt, um leben zu können.